Hi, das hier sind 2,4 Kilogramm Short Ribs und die garen wir heute in unter 3 Stunden. Und wie man das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, da liegt jetzt also ausgepackt 2,4 Kilogramm Dry-Aged Angus Short Rib von der Wagyu-Bude. Und wie ihr sehen könnt, das Fett-Fleisch-Verhältnis ist ein sehr schönes. Nachdem ich ja letztens mal das Wagyu Short Ribs gemacht hatte und die wirklich extrem fettig waren, denke ich, ist das hier auf jeden Fall die bekömmlichere Variante. Ein wirklich hammermäßiges Stück. Und an Zutaten brauchen wir eigentlich nur das Fleisch, etwas Salz und später Barbecue-Soße, denn wir werden dieses Stück Short Rib in unter 3 Stunden garen, das heißt also hot and fast. Ich war neulich bei Ted Reeder auf der Cooking Class, wahrscheinlich habt ihr das Video gesehen dazu, und da hat er eben auch Short Ribs gemacht und hat die tatsächlich bei 220 Grad im Grill hochgeprügelt, möchte ich es mal nennen. Und das machen wir heute auch, denn ich hatte auch bei der Cooking Class leider keine Möglichkeit, die zu probieren. Deswegen machen wir das also heute. Was wir eben dann nicht benutzen dürfen, ist Paprika, Zucker und Pfeffer, denn bei 220 Grad würde uns das Ganze natürlich verbrennen. Deswegen werden wir das Fleisch einfach nur salzen und später, wenn es dann fertig ist, kurz bevor es fertig ist, glasieren wir es mit ein wenig süßer Barbecue-Soße und bekommen damit dann unsere Süße. Ich werde dieses Stück hier nicht im Ganzen machen, sondern wir werden das quasi einmal teilen, möchte ich es mal nennen. Wir setzen mal hier an und schneiden einmal runter. Und dann denke ich, bekommen wir auch einen guten Blick auf die Marmorierung, und die schaut natürlich absolut königlich aus. Den Firlefanz mit Silberhaut hinten abmachen und so weiter, das brauchen wir hier nicht. Wenn wir es später runterschneiden, dreht es sich ja eh primär um die Fleischseite. Und die werden wir jetzt dementsprechend nur kurz salzen. Und das Salz reiben wir wirklich richtig schön ins Fleisch ein. Und schauen auch, dass das Salz, was runterfällt, noch irgendwie an die Seiten kommt, dass wir das wirklich komplett aufnehmen können. Und damit sind unsere Short Ribs auch schon fertig vorbereitet und kommen jetzt auf den Grill. Mein Grill habe ich mir für indirekte Hitze vorbereitet, habe also hier den Deflektorschild drin. Wenn ihr das auf einem normalen Kugelgrill macht, Kohlekörbe bitte links und rechts stellen. Und hier lege ich jetzt meine Short Ribs auf. Die kommen jetzt also hier in die Mitte. Wie gesagt, beim normalen Kugelgrill, Kohlekörbe einfach links und rechts positionieren. Und den Grill heize ich jetzt gerade auf. Der war jetzt gerade bei 150 Grad. Und Zieltemperatur, die er haben soll, sind tatsächlich 210 bis 220 Grad. Und dann würde ich sagen, powern wir das Ding mal hoch und schauen, wie lange unsere Short Ribs brauchen. So, nach inzwischen 2 Stunden und 30 Minuten, gerade eben hatte ich den Grill schon mal kurz offen und habe schon mal glasiert. Leider hat mein Mikrofon da gesponnen, aber wir glasieren jetzt hier zum zweiten Mal. Haben jetzt also hier die Barbecue-Soße aus diesem kleinen Behältnis. Das ist die Lieblings-Barbecue-Soße von meinem Sohnemann. Und deswegen benutzen wir die hier mal. Die ist ziemlich süß. Wir hatten die Ribs ja am Anfang nur gesalzen, nicht gepfeffert oder sonstig irgendwie gewürzt. Wird also hier rein der Fleischgeschmack sein, zusammen eben mit der Barbecue-Soße. Die habe ich jetzt also zum zweiten Mal glasiert. Und was jetzt die Kerntemperatur von diesen Short Ribs betrifft, da ist es letzten Endes so, Kerntemperatur ist eigentlich nicht das, was zählt, sondern wie leicht geht das Thermometer ins Fleisch rein. Ne? Also wenn ihr mit dem Thermometer in das Fleisch reinstecht, merkt ihr, wie der Widerstand ist. Und letzten Endes sollte das Thermometer wie Butter ins Fleisch reingehen. Wir sind fast da. Ich werde jetzt nochmal den Deckel schließen. Wir lassen jetzt einfach noch eine Viertelstunde die Soße ankaramellisieren bzw. antrocknen. Und dann sind wir soweit, die Short Ribs zu probieren. So, im Hintergrund hört ihr vielleicht die Kirchenglocken läuten. Es ist 12 Uhr mittags und unsere Short Ribs sind fertig. Die blubbern, die sehen absolut fantastisch aus. Und die nehme ich jetzt runter vom Grill und wir schneiden sie endlich an. So, da liegen sie jetzt also, die Short Ribs, die jetzt keine 3 Stunden gebraucht haben.
Drehe sie mal um. Schaut euch mal, wie sich hier das Fleisch vom Knochen zurückgezogen hat. Absolut fantastisch. Und die trennen wir jetzt mal eben vom Knochen runter. Wie ihr seht, geht das wie von alleine. So, dann würde ich sagen, schneiden wir einfach mal hier an. Und schaut euch diese Saftigkeit, dann könnt ihr das sehen, wie das glänzt. Ich hole euch mal näher ran. Schaut euch das an. Ich drücke hier, da läuft der Saft. Großartig. Dann schneiden wir da nochmal eine Tranche runter und dann wird auch endlich probiert. Heiß ist das Ganze, kann ich euch sagen. Und gut riechen tut es auch. Und dann wird jetzt probiert. So, und hier habe ich also ein Stück von meinem Short Rib, was keine 3 Stunden auf dem Grill war. Und jetzt wird das Ganze natürlich probiert. Wie ihr schon gesehen habt, es ist zart. Und es ist, also ihr habt ja vorher die Marmorierung gesehen von dem Fleisch. Natürlich war das gut marmoriert, aber es ist wirklich mega saftig. Hat einen tollen Fleischgeschmack. Und das ist das Allerbeste, es war in unter 3 Stunden fertig. Also Short Ribs müssen nicht unbedingt 8 oder 9 Stunden auf dem Grill sein, sondern falls es mal schnell gehen soll, könnt ihr sie auch tatsächlich bei 200 Grad einfach wirklich durchschieben. Und ja, sie werden wirklich großartig. Ich muss hier gerade nochmal hinter mich greifen und mir noch so ein Stück nehmen. Das ist mit der Soße, ist das wie so ein kleiner Fleischbonbon, ne? Also es ist wirklich saftig. Es den Rauchring, ich glaube, den könnt ihr, glaube ich, gar nicht so gut sehen. Ne? Wir haben einen super Rauchring auf das Fleisch drauf bekommen. Absolut fantastisch und ja, ich kann das so mit den Händen auseinanderzupfen. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren und geht zum Metzger des Vertrauens und lasst euch Short Ribs mitgeben. Die, wie gesagt, waren jetzt vom Angus, von der Wagyu-Bude. Absolut großartig. Das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, habt ihr die Möglichkeit, das gerne da oben in der Ecke zu ändern. Würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.